wenn man das volle Potenzial von KI wirklich ausschöpfen will, dann muss man es weiterdenken. Es geht nicht nur um die technische Performance, dass die Modelle gut sind. Es sind aber Menschen, die diese Modelle verwenden müssen oder die darauf vertrauen müssen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann funktioniert das beste KI-Modell nicht und das Potenzial wird einfach nicht ausgeschöpft. Herzlich willkommen zu Business Unplugged, meinem Interview-Podcast rund um das Thema Digitalisierung. Mein Name ist Johannes Pohl, ich bin Gründer der PioPax und ich spreche mit GründerInnen, UnternehmerInnen, Führungskräften und anderen HeldInnen des Business-Alltags über ihre Unternehmen, Visionen, Ideen und Herausforderungen. Kurzum, spannende Themen, spannende Menschen, von denen man lernen kann und die inspirieren. Liebe ZuhörerInnen, es geht wieder los. Folge 51 ist am Start und ich habe gleich eine super Frau bei mir zu Gast, nämlich Professorin Dr. Anne Scherer von der Universität Zürich. Anne forscht seit längerem schon zum Thema Social Networks und wie sich die Digitalisierung auf die Gesellschaft auswirkt. Erst im Jänner dieses Jahres hat sie auch gemeinsam mit Cindy Kandrian die Delta Labs AG gegründet, mit der sie ihre Forschungsergebnisse in die Industrie bringen und Unternehmen dabei helfen, die Synergien zwischen Menschen und künstlicher Intelligenz zu heben. Hierzu haben die beiden auch nebst der Gründung auch noch das Buch You and AI geschrieben, das genau dieses Thema näher beleuchtet. Ich hatte die großartige Möglichkeit, mit Anne schon vor der Veröffentlichung über das Buch zu sprechen und das hat richtig, richtig Spaß gemacht, was man, glaube ich, auch in der Folge ganz gut hören kann. Anne und ich haben über hybride Intelligenz gesprochen, dass es um mehr geht als die reine technische Performance, um ein gutes KI-Modell zu entwickeln, welche Rolle uns auch als Mensch zukommt bzw. zukommen wird und wie es unser Leben in Zukunft prägen wird. Dabei kamen wir auf den Begriff KI-Fairness, die Nutzung von KI in der Bildung und dass es zu einer gesellschaftlichen Diskussion im Rahmen der Regulierung kommen muss. Ich hatte extrem viel Spaß beim Interview und ich wünsche euch das jetzt auch beim Hören der neuen Folge. Liebe Anne, herzlich willkommen zu Business Unplugged. Ich freue mich, dass du heute hier bist und wir uns seit, ich glaube, jetzt sind es schon über 10 Jahre, wieder einmal sehen. Herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Sehr gerne. Anne, du bist seit 6 Jahren Assistenzprofessorin für quantitatives Marketing am Institut für Betriebswirtschaftslehre der Universität Zürich und bist forschungsseitig im Bereich Social Networks unterwegs. Du untersuchst dabei die psychologischen und verhaltenstechnischen und gesellschaftlichen Konsequenzen der zunehmenden Digitalisierung und Automatisierung, also Themen, die ja heute ganz, sag ich mal, oben auf der Liste stehen bei den meisten Unternehmen. Und du warst auch Speakerin beim TEDx Zürich mit dem Vortrag Why We Are More Honest With Machines Than People. Ja. Und das wurde dann auch sogar von den TED Talks, von den offiziellen TED Talks promoted. Und du hast schon fast mittlerweile 2 Millionen Views. Ja. Hier. Ziemlich krass, wie ich finde. Ja. Und nebst deinen Tätigkeiten als Professorin und Speakerin und so weiter und so fort, hast du jetzt auch Anfang des Jahres Delta Labs gegründet, gemeinsam mit Cindy Kandrian. Und da wollt ihr die Erfahrung aus der Forschung in die Praxis übertragen, sprich die Potenziale, also wir sprechen da nachher aber noch mal ein bisschen detaillierter drüber, aber ich versuche es jetzt einmal so high level zu erklären, die Potenziale, die im Menschen schlummern und in der künstlichen Intelligenz zu kombinieren, die Synergieeffekte herauszuarbeiten, um dann, sag ich mal, Unternehmen dabei zu helfen. Schön erklärt. Ich brauche ja gar nichts mehr sagen. Gut vorbereitet. Ja, genau. Ja, wer die Gründung nicht schon gefiel, habt ihr noch gedacht, wir schreiben auch noch ein Buch. Und zwar ein Buch, auf das wir auch dann noch näher eingehen wollen, weil wir da auch das Thema AI ein bisschen näher beleuchten. Und zwar heißt es You and AI, sprich das ist genau auch Fokus auch von Delta Labs, also wie der Mensch mit künstlicher Intelligenz da so zusammenarbeiten kann oder wo sie sich ergänzen. Bevor wir tiefer einsteigen zum Thema Delta Labs und dem Buch, eine Frage vorweg.
Wie wird man eigentlich TEDx-Speakerin, beziehungsweise wie wird man von TED auch noch promoted? Das ist interessant, die Frage kriege ich sehr häufig. Keiner fragt nach dem Talk, alle fragen, wie kommt man dahin? Den Talk habe ich mir übrigens angeschaut, die Intro ist sehr interessant, da ging es um das Barbecue, ne? Ja, genau, ja, da geht es um unser Grillabend zu Hause. Da wird sehr viel Privates preisgegeben, ja, das ist aber auch Teil von TED. Und den, genau, Speaker-Briefings, die man vorher hat, also es ist ein langer Prozess. Wie man reinkommt, tatsächlich wahrscheinlich einfach viel Netzwerk. Ich weiß bis heute nicht, wer mich empfohlen hat, aber irgendwer hat mich bei den TEDx-Leuten Zürich empfohlen als Speakerin. Und die haben dann bei mir angefragt, ob ich einfach bei einem Event mitmachen möchte. Und dann ist man aber nicht automatisch drin, man darf dann ein Proposal schreiben und ein Thema vorschlagen, das wird dann intern gepitcht und besprochen und dann hat man da einen recht langen Prozess, ehrlich gesagt sehr professionell auch, bei dem man so circa ein halbes Jahr immer wieder den Talk durchgeht. Der wird dann am Ende auch ja vorher ein Briefing gemacht, ob man alles richtig ausspricht und so weiter. Und in Zürich wird es dann im SRF-Studio aufgenommen, also höchst professionell. Das hat mich wirklich sehr, sehr überrascht, aber im positiven Sinne sehr viel gelernt auch. Okay, spannend. Und auf die TED.com-Plattform, da ist TED auch am Screenen einfach die TEDx-Talks, die es weltweit so gibt und die Themen, die sie gut finden, die Talks, die sie gut finden, da fragen sie dann an. Und dann kommt nochmal ein weiterer großer Prozess, dann findet Fact-Checking und so weiter, die haben nochmal große Teams, ich muss die ganzen Paper hinschicken, damit auch ja alles stimmt, was man behauptet in den Talks. Und dann geht es da durch eine Prüfung und wenn das alles okay ist, dann kommt man auf die Plattform. Okay, spannend. Ich habe den Titel vorhin ein bisschen verhaspelt, aber es geht darum, warum wir Maschinen gegenüber ehrlicher sind als Menschen. Ja. Kannst du den Inhalt deines Talks noch in drei Punkte ich zusammenfassen? Ich kann sagen, die 13 Minuten kriege ich nicht mehr hin, auswendig. Das ist im Endeffekt, war das ein Forschungsprojekt von uns mit Kollegen von der HSG und von der Columbia zusammen. Da haben wir zu Chatbots geforscht und wir haben einen Chatbot gehabt, der sehr humanisiert ist, also sehr humane Sprache mit so Speed-Disfluencies, also sehr, sehr menschlich und einen sehr funktionalen Chatbot. Und die Aussage vom Talk ist im Wesentlichen, dass es manchmal Sinn macht, Maschinen nicht zu vermenschlichen, weil wir da eben keine Angst vor sozialer Evaluation haben. Bei Menschen wollen wir uns immer gut darstellen, Impression Management. Und von daher, wenn es um sensible Themen geht, also zum Beispiel, wir hatten ein Projekt, wo es Richtung Inkontinenzprobleme bei Erwachsenen geht, ist natürlich ein Thema, wo man sich nicht so leicht öffnet. Und in dem Zusammenhang macht es dann häufig Sinn, tatsächlich, wenn man jetzt einen Chatbot als Unternehmen einsetzen will, dass man den einfach nicht so sehr vermenschlicht, weil je mehr man die Technologie vermenschlicht, umso mehr kommen auch so soziale Regeln einfach mit rein und man hat einfach mehr Angst vor sozialer Evaluation. Und das ist eigentlich die Grundaussage dann von diesem TED-Talk, dass wir generell bei Maschinen, die sehr funktional auch designt sind, eben viel schneller uns öffnen und auch über sensible Themen einfacher sprechen können. Okay, das ist ja im Prinzip die sich dafür interessieren, wenn die ersten 1,5 Minuten oder 2 Minuten anschauen, dann können sie anhand des Beispiels, das du dort bringst, hier wird sehr viel über persönliche Themen gesprochen, über Sex in Beziehungen. Ja, genau, das war auch eins der Beispiele, ja. Ist so ein klassischer, da kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen mit diesem Thema, da spricht man leichter drüber oder da spricht man weniger leicht drüber. Ja. Okay. Ja, super. Dann lass uns doch jetzt mal einsteigen in euer neues Venture, das du mit Cindy gegründet hast, Delta Labs. Wie kam es dazu, dass ihr dann aus der Forschung heraus dann gesagt habt, komm, wir bringen das jetzt in die Praxis. Es braucht jetzt, genau das ist es. Und damit, jetzt kommen wir dorthin und die Erfahrungen tragen wir in die Industrie hinein. Ich würde sagen, es ist tatsächlich eine Entwicklung über die letzten Jahre. Also ich habe mit Cindy sehr lange auch zusammen geforscht. Sie war vorher auch an der Uni Zürich. Das heißt, wir haben schon sehr viel auf dem Themenbereich, gerade so Psychologie, Schnittstelle, neue Technologien, haben wir sehr viel gemacht. Und ich war schon immer sehr häufig auf Industrie-Events und habe dort meine Themen vorgestellt und diskutiert. Und was wir dabei gemerkt haben, ist gerade eben
Themenbereich KI sehr viel Diskussion um die Technologie. Ja, es wird von irgendwelchen Tech-Konzernen entwickelt. Man schaut, wie gut die KI-Modelle performen, dass eben technisch alles einwandfrei funktioniert. Und am Ende wird vergessen, es sind aber Menschen, die diese Modelle verwenden müssen oder die darauf vertrauen müssen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann funktioniert das beste KI-Modell nicht und das Potenzial wird einfach nicht ausgeschöpft. Und eben, wir haben sehr viel dazu geforscht mit Vertrauen in Algorithmen, wie muss man Algorithmen ausgestalten. Und das war jetzt so unser Anreiz zu sagen, wenn man das volle Potenzial von KI wirklich ausschöpfen will, dann muss man es weiterdenken. Es geht nicht nur um die technische Performance, dass die Modelle gut sind. Es geht auch darum zu verstehen, eben welche Ängste hat vielleicht der Mensch dahinter, der das nutzen muss. Hat er Angst, dass eben am Ende der Job übernommen wird und ich werde arbeitslos. Ja, wenn solche Gedanken im Hinterkopf sind, dann hemmt es unheimlich, solche neuen Modelle überhaupt in Anspruch zu nehmen oder sie richtig zu nutzen. Und von daher ist unser Anreiz jetzt mit Delta Labs zu sagen, okay, wie kann man so hybride Intelligenz schaffen, dass Mensch und Maschine auch wirklich gut zusammenarbeiten, um dann auch wirklich so das volle Potenzial der neuen Technologien auch auszuschöpfen. Das ist so unser Hintergedanke. Und wie gesagt, wir forschen schon recht lange zusammen an dem Bereich. Von daher war das jetzt so eine natürliche Entwicklung, zu sagen, okay, das ist so der Bereich. Faktor Mensch wird bisher ignoriert in dem Themenbereich Technologie. Den wollen wir viel stärker mit reinbringen. Okay, spannend. Und seit Anfang des Jahres seid ihr, sag ich mal, online kann man nicht sagen, aber aktiv, seid ihr gegründet und seid unterwegs, ja. Mhm. Und ihr habt im Zuge dieser Gründung auch das Buch geschrieben. Also ich habe schon gesagt, irgendwie so gründen, ja, okay, das ist das eine, machen wir nebenbei. Aber dann so sagen, ah komm, wir machen noch ein Buch. Ja, why not? Absolut richtig, ich kenne das. Why not? Dann seid ihr auf das Buch gekommen. Wie kam es da, wie war da der Entstehungsprozess von dem Buch? Es geht ja genau auch um diese Themen, die du jetzt gerade angesprochen hast, die ihr da mit Delta Labs adressiert. Also im Endeffekt ist es tatsächlich so unser erstes großes Delta Labs Projekt, das wir jetzt so in Arbeit genommen haben. Die Idee dahinter ist schon wesentlich älter. Ich wurde gerade nach meinem TED-Talk von recht vielen Verlagen angesprochen, ob man nicht ein Buch zu dem Thema machen will, weil natürlich die Aufmerksamkeit da war. Ich war damals sehr überrascht. Für mich waren das natürlich keine neuen Themen. Ich war schon sehr lang dran und auf einmal merkt man so, okay, das ist gar nicht so Common Knowledge, wie man immer meint und da haben Leute Interesse dran. Von daher hatte ich schon immer mal überlegt, okay, man könnte aus dem Forschungsbereich mehr machen und so diese Psychologie hinter Technologien genauer erklären. Und ja, aus Delta Labs eben, das war jetzt so der Gedanke, wir haben festgestellt, KI, momentan gerade ChatGPT und DALI, jetzt ist so ein Riesenhype in den Medien und aber auch sehr viel Sorge, was jetzt KI alles bringt und haben wir unsere Jobs und so weiter und was machen die Unis mit ChatGPT und an den Schulen. Und da war jetzt so der Gedanke, okay, vielleicht ist es wirklich wichtig, auch in der Öffentlichkeit KI einfacher zugänglich zu machen. Was ist eigentlich KI? Was ist KI nicht? Wo muss man vielleicht auch aufpassen? Aber wo hat es auch Potenziale? Und eben der Grundgedanke vom Buch war, das einfach und verständlich für jedermann zu erklären, eben nicht irgendwie einen hochtrabenden Science-Veröffentlichung oder dergleichen, sondern wirklich einfach, weil, also meine Überzeugung ist absolut, das, was momentan fehlt, wenn wir wirklich das Potenzial von neuen Technologien ausschöpfen wollen, ist einfach eine generelle so eine AI-Literacy. Wir müssen alle verstehen, was das eigentlich ist. Und viel ist aber diese, also viel Wissen oder quasi Wissen kommt aus irgendwelchen Science-Fiction-Filmen, ja, du guckst dann Star Wars und dann kommen die Killer-Roboter oder keine Ahnung was. Und das ist so, was bei vielen einfach noch im Hinterkopf ist, wenn sie an KI denken. Und dann kommen gleich viele, viele Ängste. Und unser Ziel ist, das Ganze ein bisschen eben für jeden verständlich zu machen, was ist eigentlich KI, was ist es nicht, damit man ultimativ auch besser damit arbeiten kann. Das Buch selber, wir nehmen heute am 11. April auf, veröffentlicht wird es am 27. April. Die Folge hier sollte dann am Tag später live gehen, sprich alle, die jetzt zuhören, können sich es auch schon im Handel bestellen. Aber die aufmerksamen Verfolger von dir wissen, dass es auch schon die Online-Version des E-Books oder die E-Book-Version auf Deutsch schon gibt. Ja. Kannst du mal ganz kurz
zusammenfassen, du hast es jetzt schon angerissen, worum es geht, aber inhaltlich von der Struktur her, damit man sagt, okay, gut, was erwartet denn die LeserInnen da, wenn sie sich das Buch besorgen? Also wir fangen wirklich bei quasi null an und fangen erstmal an zu erklären, was ist eigentlich KI? Wie ist künstliche Intelligenz anders von menschlicher Intelligenz? Ist auch ein wichtiger Punkt zu verstehen erstmal. Fangen dann auch an, wichtige Terminologie, die man häufig irgendwo liest, mit was ist eigentlich Machine Learning oder maschinelles Lernen, irgendwelche Buzzwörter, die man irgendwo mal gelesen hat, erklären wir auch, warum ist maschinelles Lernen wichtig. Also am Anfang ist wirklich einfach so Grundlagen schaffen, dass man so grundlegend versteht, was KI ist, was es nicht ist. Und dann geht es bei uns sehr viel darum, zu erklären, was beeinflusst meinen Umgang mit künstlicher Intelligenz. Also da geht es dann wirklich mehr in diese psychologischen Komponenten, auch um Technologiedesign. Je nachdem, wie Technologie ausgestaltet ist, beeinflusst es meine Theorie, was das KI-Modell gut kann. Und das beeinflusst dann auch mein Vertrauen. Das erklären wir ganz genau. Und danach geht es dann wirklich weiter in Thema hybride Intelligenz. Also wie kann man mit KI gut zusammenarbeiten? Warum hat es vielleicht auch Vorteile? Also wo ist KI besser wie wir? Wo kann sie uns wirklich gut ergänzen? Und dann gehen wir aber auch eben, also ganz klar, es gibt immer noch genug Probleme, wenn es ums Thema KI gibt, ja, mit Machine Bias, ja, verzerrte Daten und so weiter. Warum ist es ein Problem? Genau das erklären wir dann am Ende auch, dass wir genau diese Kritikpunkte oder Sorgen aufgreifen und erklären. Und am Ende ist eigentlich wirklich so ein Ausblick, wie kann man KI in der Zukunft gut designen, dass wir gut zusammenarbeiten können. Also wir sind eigentlich sehr optimistisch, was das Thema angeht. Also wir sind gut Hintergrund auch sehr viel an technischen Unis unterwegs gewesen, von daher sehr optimistisch, was KI und die Zukunft von KI angeht. Und wir wollen da so ein bisschen auch die Sorgen nehmen und zeigen, wo kann man wirklich von KI profitieren. Genau. Die Sorgen, die du jetzt gerade schon ein paar Mal angesprochen hast, dass die Leute Angst haben, sie verlieren ihren Job und so weiter und so fort. Wie begegnet ihr dieser Sorge in dem Buch? Also ich finde eigentlich, zum einen ist es spannend, dass das Thema gerade bei KI jetzt immer sehr wieder sehr stark auch in den Medien präsent ist. Aber wenn man es geschichtlich anguckt, ist es nichts Neues. Ja, auch am Industrieband früher war es manuelle Arbeit, die automatisiert wurde. Ich glaube, jetzt ist halt so die Sorge, weil es immer mehr in kognitive Prozesse reingeht. Ja, White Collar Work kann KI jetzt einfach mit übernehmen. Von daher auf ganz anderer Seite die Sorgen. Das Interessante auch da, wenn man sich es geschichtlich anschaut, ist definitiv, also KI wird die Arbeitswelt auf jeden Fall umstellen und sehr viel wird sich da ändern, eben gerade weil sehr viele Aufgaben von KI wesentlich effizienter erledigt werden können. Auch wir haben Entscheidungsheuristiken, die einfach suboptimal sind. Wir haben auch unsere eigenen Shortcomings, wo wir Probleme haben und da ist KI teilweise wesentlich besser drin. Von daher wird sich da sicherlich einiges shiften. Aber, und so entgegnen wir den Sorgen, was man geschichtlich sieht, ist, es entstehen ja auch immer wieder neue Jobs. Also Technologie führt ja nicht dazu, dass dann auf einmal alle daheim sitzen und nichts mehr zu tun haben. Das Fließband hat auch nicht dazu geführt, dass wir jetzt alle keine Jobs mehr haben. Dafür ja, gibt's Wachstum halt, dazu beigetragen. Ja, genau, ne? Wachstum natürlich, aber das ist ja bei KI ganz das Gleiche. Und eben, wer hat vor 100 Jahren gedacht, dass es mal einen Influencer gibt oder dass das der liebste Job der Teenager wird? Und eben momentan, man sieht ja jetzt schon erste Ausschreibungen für Prompt Engineers, ja, auch schon was Neues. Wie gehe ich jetzt mit ChatGPT oder DALL-E, wie kann ich da gute Keywörter eingeben? Von daher werden auch da sicherlich wieder neue Jobs aufkommen. Es wird sich einfach grundlegend die Arbeitswelt an sich ändern, wie wir arbeiten. Das ja, aber nicht dazu führen, dass wir auf einmal alle arbeitslos sind. Also ich bin ja der Meinung, oder ich vertrete die Meinung, dass so auch komplexe Aufgaben, die die Menschen jetzt tun, sei es auch teilweise in der Produktionsplanung und Steuerung und so weiter und so fort, dass da die künstliche Intelligenz uns über kurz oder lang einfach outperformen wird. Ja? Mhm. Also das sind halt irgendwo Gesetzmäßigkeiten oder Regeln oder wie auch immer Randbedingungen, die beobachtet werden oder zusammengefügt werden müssen und dass da einfach eine künstliche Intelligenz uns überlegen sein wird in solchen Themen.
Wie siehst du das? Welche Jobs sind denn die klassischen Jobs, die, wo man sagen wird, okay, die werden vielleicht ersetzt werden und bei welchen wird es noch ein bisschen dauern oder vielleicht auch gar nicht, ja? Also ich würde jetzt, also ich meine, der Stand, man muss immer überlegen, wo kann man am einfachsten auch KI-Modelle bauen. Dafür brauche ich Daten und dafür brauche ich häufig einfach Muster, die sich sehr häufig wiederholen, die eine KI einfach lernen kann. Das heißt, Jobs, wo man sehr repetitive Aufgaben hat, wo es einfach viele Daten zur Verfügung hat, damit man einfach auch solche Modelle überhaupt erstmal trainieren kann, sind wahrscheinlich die, wo man eher Gefahr läuft. Was wir aber eben auch immer wieder betonen, ist zum Beispiel jetzt, wenn man im medizinischen Kontext denkt, ja, man hat viele MRT-Scans und so weiter, da werden ja auch KI-Modelle drauf trainiert, zur Diagnose, Früherkennung von Krebs und so weiter. Und da hat KI auch einen riesen Vorteil. Ein KI-Modell kann man innerhalb kürzester Zeit hunderte Millionen von Bildern zeigen und es ist kein Problem, das kann ein Arzt oder eine Ärztin in der ganzen Lebenszeit nicht schaffen, so viele Bilder sich überhaupt erstmal anzugucken. Von daher, bei solchen Sachen hat eine KI einen riesen Vorteil. Es gibt genügend Daten, man kann es drauf trainieren. Und der gute Punkt dabei ist aber, das heißt ja nicht, dass es die Ärztin oder den Arzt nicht braucht, sondern in dem Fall eben haben sie mehr Zeit, mit Patientinnen und Patienten zu interagieren, mehr Empathie zu zeigen, die Sozialkompetenz. Das zum Beispiel ist was, was man bis heute noch nicht gut in der KI integrieren kann. Ja, KI oder. Heißt doch nicht, dass das jeder Arzt von Haus aus kann. Ja, genau. Muss man auch dazu sagen. Aber eben, weil KI ist noch mal schwieriger. Also es gibt zwar diese sozialen Roboter, ja, die Gefühle nachahmen und die dann auch nicken. Also man kann da viel im Design machen, aber das wird bei Menschen immer noch anders aufgenommen. Das heißt also, solche Bereiche oder Kompetenzen, gerade Pflegeberufe, wenn man an sowas denkt, würde ich sagen, oder auch in einem Kindergarten zu arbeiten, das sind Bereiche, die wahrscheinlich noch länger einfach von Menschen gemacht werden, weil es um diese soziale Komponente geht. Wo haben wir denn als Mensch dann Vorteile gegenüber der KI, außer im Sozialen noch? Ja, da haben wir auch ein ganzes Kapitel zu im Buch. Ist, finde ich, auch ein wichtiger Punkt zu verstehen, dass künstliche Intelligenz eben nicht das Gleiche ist wie menschliche Intelligenz. Häufig ist ja immer so dieses Ziel von KI, menschliche Intelligenz nachzuahmen. Aber auch das ist eigentlich ein kritischer Punkt, weil warum menschliche Intelligenz als Standard setzen? Weil wenn man mal genau guckt, auch wieder geschichtlich oder evolutionstheoretisch zurückschaut, Menschen oder unser Gehirn hat sich sehr, sehr lange entwickelt, gerade was so Mustererkennung angeht und so motorische Fähigkeiten. Das heißt also, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Foto sehen, dann erkennen wir unseren Freund sofort. Ja, aus 1000 Bildern. Das ist für uns gar kein Problem, auch für Kleinkinder gar kein Problem. Und wir müssen nicht anfangen zu analysieren, oh, die Augen, die Merkmale von der Nase, wir erkennen einfach ein komplettes Muster. Also in solchen Sachen sind wir extrem schnell und gut. Und aber auch den Bewegungsapparat. Also wir meinen immer, ja, Fahrradfahren, ja, Kleinkind kann das wäre mega einfach. Aber wenn man es aus Sicht der Berechnungen anguckt, wie viele Sensoren da in unserem Körper zusammenarbeiten müssen, damit ich Fahrrad fahren kann oder eine Balance halten kann, ist extrem schwierig. Das sind Sachen, die sind für Roboter bis heute, eben, da gibt's ja immer die lustigen Video von was, Boston Dynamics, wo die Roboter umfallen, ja, ja. Wo man immer sagt, okay, wie dumm sind die denn noch? Die können noch gar nichts. Und das liegt einfach daran, wie wir Intelligenz definieren. Das, was uns einfach fällt, das meinen wir, ist auch einfach, aber dem ist nicht so. Also wir können sehr viele Sachen, gerade bei Mustererkennung und motorische Fähigkeiten, die eigentlich berechnerisch sehr komplex sind. Während eben KI kann sehr schnelle Berechnungen machen. Also jetzt, wenn man überlegt, was wir, und da ist wieder typisch Mensch, also unsere kognitiven Fähigkeiten haben sich viel, viel später entwickelt. Die sind relativ neu, wenn man sich jetzt so die Zeithorizont von der Evolution anguckt. Und von daher haben wir da noch einige Probleme. Also eben, wir verwenden sehr viel Entscheidungsheuristiken. Die sind häufig gut, weil sie schnell sind, aber die sind auch sehr fehleranfällig. Ja, da gibt es eigene Bücher und ja, gab es ja auch den Nobelpreis für Kahnemann. Und genau, da sind Sachen, wo man eben KI viel besser drauf trainieren kann
eindeutig Wahrscheinlichkeiten ausrechnen. Es ist kein Problem, irgendwelche dreistelligen Zahlen einfach zu multiplizieren. Und das Interessante dabei ist eben, wir finden eine KI als intelligent, wenn sie jetzt eben im Schach gewinnt. Aber eigentlich ist es berechnerisch, bei Weitem nicht so komplex. Das, was wir eben häufig machen mit Mustererkennung und so weiter, das sind Sachen, die sehr, sehr komplex sind. Von daher finde ich die Diskussion immer, Intelligenz auf menschlichen Standard zu definieren und aus dieser menschlichen Perspektive zu sehen, eigentlich sehr kritisch, weil KI bei ganz anderen Sachen allein technisch viel einfacher zu programmieren ist, wenn es genug Daten dafür gibt und die Rechenpower hat. Von daher kann KI allein von der Hardware, die es hat, die andere Hardware, die es im Vergleich zu Menschen hat, kann KI einfach ganz andere Dinge gut. Eben, wir können gut Schuhe binden, Fahrrad fahren. Das sind Sachen, die uns mega leicht fallen, die wir nicht als intelligent wahrnehmen. Die ist aber für KI und in der Robotik sind das ganz große Herausforderungen. Mhm. Von daher eben zum einen das Soziale und Empathische ist sicherlich was noch schwer in KI nachzuahmen ist. Aber eben auch Thema wird dann auch im Buch Thema Kreativität, kreativ Dinge zusammenzubringen, zusammenzuführen und so weiter. Also es gibt noch genug Bereiche, in denen Menschen eindeutig Vorteile haben. Da kommen wir auch auf diesen Punkt hybride Intelligenz ein bisschen zu sprechen. Wo ist denn dann auch, sage ich jetzt mal, das, was ihr auch in Delta Labs im Prinzip hier macht, diese hybride Intelligenz. Wie kommt es zusammen? Ja, wie kommt es zusammen? Wo trifft es? Wie macht man das? Wie macht man das richtig? Ja? Ja. Aber also eben, wir können verschiedene Beispiele nehmen. Vorher habe ich kurz im Bereich Medizin erwähnt, wo man sagen kann, eben ein KI-Modell kann unterstützen bei der Diagnose. Es kann einfach zum Beispiel eben einen Bereich auf einem MRT highlighten und sagen, okay, da ist irgendwas auffällig. Dann kann ein Arzt oder eine Ärztin viel schneller auf diese Punkte schauen und eben hat aber am Ende, ist viel effizienter in der Arbeit, in der Diagnose, weil sowas schon vorgescreent wird und hat am Ende auch viel mehr Zeit, um individuell auf Patientinnen und Patienten einzugehen. Anderes Beispiel, weil wir es vor kurz angerissen haben, eben Thema Kreativität, ist ja gerade jetzt aktuell mit DALI, mit Journey und so weiter eine Riesendiskussion. Wo auch die Angst besteht, in Zukunft braucht es keine Künstler mehr, wird alles über KI, wird alles von KI übernommen, funktioniert auch gar nicht. Also am Ende braucht es auch hier hybride Intelligenz. DALI und Midjourney machen nichts, wenn ein Mensch nichts eingibt. Und auch bei Midjourney oder DALI ein schönes Bild zu generieren, ist überhaupt nicht einfach. Deswegen ja auch die Idee mit Prompt Engineers, das ist wirklich ein Können, zu wissen, wie gehe ich mit diesen neuen KI-Modellen überhaupt um? Was sind gute Prompts? Was muss ich eingeben? Wie programmiere ich die KI, dass sie auch eben neue Sachen ausprobiert, dass sie einen bestimmten Stil malt oder Stile kombiniert? Das heißt, am Ende ist immer der Human in the Loop, also der Mensch ist immer beteiligt und der Mensch gibt eigentlich der KI vor, wo es lang gehen soll. Und das ist, also in den meisten Prozessen, über die jetzt auch eben oder Bereichen, wo diskutiert wird, ist es immer noch die Zusammenarbeit. Es ist nie eine KI, die autonom irgendwas komplett übernimmt. Das ist ganz selten der Fall. Und eben gerade im Kreativbereich, am Ende braucht es den Menschen, der Sachen vorgibt, Ideen hat und die am Ende auch vermarktet. Also auch das macht die KI nicht von alleine. Ich habe heute den Newsletter von Brand 1 erhalten mit dem Titel Digitalisierung mit Rückgrat, in dem auch der Brand 1 CEO Holger Volland seine Gedanken zu dem Thema KI und Journalismus auch teilt. Mhm. Und er sagt, KI, ich versuche es jetzt bildlich, oder er hat es auch so bildlich formuliert, ist so ein bisschen mehr der Marmorsteinbruch und Journalismus ist die Bildhauerin, die das die damit arbeitet. Mhm. Ihr habt ja bei dem Buch ja auch künstliche Intelligenz, sowohl ChatGPT als auch DALI, verwendet. Mhm. Wie siehst du diese Aussage? Finde ich mega, mega passend eigentlich. Ich weiß nicht, ob ich es nicht vielleicht andersrum definieren würde, kann man wahrscheinlich diskutieren. Also KI als Bildhauer. Das ist so die Frage. Also wir haben beim Buch auch sehr viel, also eben mit ChatGPT, man kann gut arbeiten, es hilft einem viel beim Editing, wie kann ich was formulieren. Aber am Ende kommen die Inhalte, die Ideen kommen von uns.
Also auch bei ChatGPT muss ich irgendeine Eingabe machen, muss ich sagen, hey, das und das finde ich interessant, dazu will ich was schreiben und kann Texte eingeben. Für uns hat es viel beim Feinschliff geholfen, also Sachen umzuformulieren, zu gucken, haben wir richtig gegendert, solche Themen, wo man früher ehrlicherweise halt viel eben mit einem menschlichen Editor zusammengearbeitet hat, der das Copy-Edit gemacht, haben wir ja auch schon bei Word eben Spellcheck und so weiter. Also deswegen meine ich Feinschliff, ja. Also da ist eigentlich schon sehr viel da, Rohmaterial, und es wird dann im Endeffekt so auf das nächste Level hochgehoben. Bei DALL-E würde ich wahrscheinlich sagen, es ist andersrum, da haben wir andersrum gearbeitet. Also das hat vor allem Cindy bei uns, die kennt sich so gut in Grafikdesign aus. Im Endeffekt fängt man mit Prompts an, hat eine Idee, was man machen möchte, da kommen Bilder, aber die Bilder sind dann nie fertig. Also da wird noch überarbeitet, dann wird ein Feinschliff gemacht, dann eben gibt sie das ein anderes Programm ein. Das heißt, also da würde ich sagen, stimmt das wiederum? Da haben wir vielleicht so ein Basismodell, Grafik von einem KI-Modell erstellen lassen, und der Feinschliff kommt dann vom Menschen. Also wie rum man es definiert, ich würde sagen, es ist sehr unterschiedlich, aber du hast verschiedene Rollen eben in dem Kreativprozess. Und ich glaube, gerade beim Schreiben hatte ich jetzt auch schon gehört, BuzzFeed zum Beispiel, sie hatten ja ursprünglich auch nur gemeint, sie nehmen ChatGPT her, um eben den Feinschliff zu machen, nochmal so ein Copy-Edit drüber zu gehen. Haben jetzt auch umgestellt, wo sie gesagt haben, okay, es werden doch schon einige Texte komplett von der KI geschrieben, und dann geht am Ende der Mensch drüber und macht den Feinschliff. Also da werden wir sicherlich einige Modelle jetzt aktuell noch sehen. Also der Hintergrund von Holger Volland, wie er es beschrieben hat, ist, dass einfach die KI auf alle Daten, die halt da sind, zugreift, und egal wie ich, wie du schon sagst, egal wie ich ihm die Frage stelle, ja, es ging darum, sind Managementpositionen Burnout gefährdet, ja, ich kann das so stellen, beziehungsweise ich kann aber auch die Frage stellen, warum sind die weniger Burnout gefährdet, und dann listet ChatGPT auch Punkte auf, warum du weniger Burnout gefährdet bist, wenn du in Managementpositionen bist. Und das, was ChatGPT halt nicht kann, ist teilweise eben auch das Thema mit den Quellen. Es geht teilweise im Binge, glaube ich, schon. Ja, da muss man vorsichtig sein, wie man mit umgeht. Und dann vor allem aber auch zu sagen, okay, wer ist denn die Leserschaft oder die Hörerschaft, um dann auch noch einmal zu selektieren, rauszustreichen, was ist denn wirklich die Essenz beziehungsweise auch wichtig für die Leser. Mhm. Also das hat er das so ein bisschen formuliert. Das ist natürlich auch ein spannendes Thema. Du bist ja auch an der Universität tätig. Ist auch ein Punkt bei uns an der Hochschule, wo es darum geht, wie gehen wir um mit ChatGPT in der Lehre. Ja. Wir an der IU sagen, sie dürfen es verwenden, ja, müssen aber dafür halt auch für den Inhalt gerade stehen. Ich sage es jetzt mal so. Mhm. Wie siehst du es generell in dem Bereich, und wie wird sich das vielleicht auch auf die, nicht nur auf die universitäre Ausbildung, sondern vielleicht auch auf die Grundschulausbildung und Gymnasialausbildung, was es auch immer alles gibt für Schulformen, auswirken? Finde ich eine mega spannende Diskussion. Hatten wir an der Uni Zürich auch sehr extensiv, wie wir jetzt mit solchen Tools überhaupt umgehen sollen. Eben kann jetzt ChatGPT gerade bei Remote-Prüfungen nach Corona auf einmal die Prüfung schreiben oder eben irgendwelche Essays, Seminararbeiten, und was ist dann eigentlich noch die Leistung der Studierenden? Ich finde die Diskussion so ein bisschen fehlgeleitet und die Angst. Und genau das ist mein Punkt mit, man muss KI gut verstehen. KI ist ein Tool. KI ist ein Tool, um uns effizienter zu machen. Ähnlich wie ein Taschenrechner. Ein Taschenrechner hilft uns auch bei Rechenaufgaben. Deswegen haben wir den Taschenrechner jetzt nicht aus den Schulen verbannt. Wir haben den Schülern und Schülerinnen beigebracht, Grundrechenarten zu lernen, und sie lernen, mit dem Tool umzugehen. Obwohl die Lehrer es anfangs wollten, den Taschenrechner zu verbieten. Genau, ganz gleiche Diskussion, wie wir es heute sehen. Deswegen, ich glaube, es ist wichtig, dass man es tatsächlich nicht bannt, sondern sehr aktiv adressiert mit den Studierenden. Im Meilen-Seminar dieses Semester müssen sie eine Abschlussarbeit schreiben. Und ich habe es ihnen sehr offen gesagt, dass sie es
verwenden dürfen. Sie müssen eine eigene empirische Arbeit, also mit einem Experiment machen. Insofern kann ChatGPT eh nicht alles übernehmen. Und ich finde, es ist für Sie wichtig zu verstehen, wie du schon sagst, Sie sind am Ende verantwortlich für das, was Sie abgeben. Und ich hatte Ihnen auch, also wir haben das genau besprochen, eben dieses Thema mit ChatGPT kann auch Falschinformationen geben, ja, kann einfach, halluzinieren, kommt irgendein einfach ein Käse raus, der gut klingt, aber gar nicht stimmt. Das heißt, am Ende muss immer noch ein Mensch davor sitzen, der weiß, was Sinn macht, der weiß, der den Inhalt kennt. Am Ende formuliert es dir vielleicht einen schönen Text, aber du musst am Ende davor wissen, als Mensch, macht es Sinn, ist es richtig so oder passt es nicht? Und von daher eben ist es immer dieses, die Tools helfen einem vielleicht schneller, einen schönen Text zu schreiben, aber man muss am Ende wissen und selbst beurteilen können, ob die Sinn machen, ist es richtig. Von daher braucht es immer noch den eben Human in the Loop, der Mensch muss am Ende den Blick drauf werfen und immer noch Kompetenzen haben können. Und das ist aber auch so dieses, wo man diesen Umgang mit den Tools lernen muss, dass ich einschätzen kann, wie kann ich dieses Tool verwenden und dass ich auch lerne, dass ich nicht auf alles zu 100% vertrauen darf, sondern ich muss noch selbst mitdenken können. Und das finde ich sehr, sieht man eben Thema Taschenrechner. Wir können ja immer noch die Grundrechenarten, ja, die bringen wir immer noch bei. Das finde ich sehr ähnlich bei den Tools, ja, wir bringen immer noch die Grundfähigkeiten bei. Sie müssen immer noch ihre eigenen Texte verfassen können. Sie müssen immer noch eben von der Struktur so einen Aufbau machen können, ein wissenschaftliches Argument bringen können. Aber eben am Ende, wenn Ihnen die Tools helfen, besser zu schreiben und Sie können am Ende beurteilen, ob das richtig ist und wissen, wie Sie damit umgehen, dann ist es meiner Meinung nach absolut in Ordnung so. Also es ist für dich, fördert es das kritische Reflektieren? Muss es. Also ja. Eben, ich finde, wenn man aktiv mit den Tools umgeht und wenn wir die eben nicht verbannen, dann hilft es auch zu lernen, einzuschätzen, okay, da kann auch was Falsches kommen, ich muss immer noch kritisch mitdenken. Und ich glaube, das ist auch so ein Grundthema, das adressieren wir auch im Buch. Bei KI generell heißt ja nicht, wenn KI für uns Aufgaben übernimmt, dass ich als Mensch mich zurücklehne und nicht mehr denke. Ich glaube, das ist eine gefährliche Entwicklung, die wir nicht wollen. Das heißt, der Mensch muss immer noch eben die Grundfähigkeiten haben, die Sachen auch selbst erledigen zu können, muss auch eben immer noch kritisch hinterfragen und denken können, weil eben wir haben ja immer noch Probleme wie eben Bias oder Verzerrungen in den Daten und so weiter, dessen muss man sich bewusst sein. Das heißt, man darf eben nicht, also in der Forschung sprechen wir von Over-Reliance, also wenn ich zu viel der KI vertraue, das ist auch ein Problem. Das heißt, man muss wissen, wo KI auch Probleme hat, damit ich weiß, wie ich die Arbeit von der KI einschätzen kann. Wo kann ich vertrauen oder wo muss ich vielleicht wirklich ein bisschen kritischer drauf schauen? Philipp Gerbert hat es im Podcast ganz schön auch gesagt zu dem Thema. Eigentlich geht es auch gar nicht darum, welche Daten sie haben, sondern was die mit den Daten machen und dass die halt einfach auch manipulierbar sind und dessen muss man sich bewusst sein. Ja. Ja. Glaubst du aber, dass die Entwicklung in eine Richtung geht, wo so gewisse Themen die KI trotzdem irgendwann einmal auch übernehmen wird, dieses kritische Drüberschauen, diesen Human in the Loop Check, wie du es genannt hast, dass irgendwann die KI so weit ist, dass ich sage, okay, gut, dieser Check ist gar nicht mehr notwendig? Definitiv. Ich meine, die Entwicklung sehen wir ja auch schon viel länger, wenn man sich jetzt in der Luftfahrtindustrie anschaut. Die meisten Piloten fliegen auf Autopilot. Aber das heißt eben am Ende nicht, dass sie nicht fliegen können. Ja, die haben immer noch ihr Training. Aber Maschinen sind bei sehr vielen Sachen viel besser. Ja, die Reaktionsfähigkeit ist viel, viel schneller. Es macht absolut Sinn, Maschinen oder eben KI-Modelle einzusetzen in vielen der Bereichen. Das heißt aber nicht, dass der Mensch sich in dem Bereich gar nicht mehr auskennen sollte. Er muss einfach weiter noch trainiert werden. Also das ist so unser Punkt. Ich glaube, ultimativ wird eben ähnlich wie in der Luftfahrtindustrie kann man es, oder auch ja autonomes Fahren, es ist auch sicherlich in den nächsten Jahren immer mehr aktuell auf den Straßen. Von daher werden wir da immer mehr Aufgaben auch an Maschinen übergeben. Das macht auch absolut Sinn, wenn sie, genau, eben Reaktionsfähigkeit ist schneller und die Modelle werden besser. Da haben wir wahrscheinlich auch weniger Unfälle auf den Straßen, wie man es jetzt auch in der Luftfahrt schon sieht. Von daher, das macht absolut Sinn, da mehr auf Maschinen zu übertragen. Aber eben der Punkt ist, wir sollten nicht alle unsere Fähigkeiten komplett verlieren. Also eben von daher, die Ausbildung ist, glaube ich, nach wie vor ein zentraler Bestandteil. Okay, ich würde gerne nochmal auf einen Punkt zu sprechen kommen. Und zwar, du hast es kurz erwähnt, dass Sie ja am Ende auch
kritisch auf das Thema künstliche Intelligenz auch noch einmal schaut. Und ich habe da jetzt in dem Newsletter auch einen, den ich schon vorher erwähnt habe, schreibt Holger Volland, Entschuldigung, auch, dass wir uns ein paar Fragen, wichtigen Fragen stellen sollten, bevor wir wieder sehenden Auges in eine überschaubare technologische Entwicklung rennen, dass wir uns da vorher Gedanken machen sollten, und zwar zu Themen, wann muss die Nutzung von GPT kenntlich gemacht werden, kann auch die, ja, sagen wir mal, digitale Spaltung durch KI beschleunigt werden, also ich sage, es gibt Leute, die können damit nicht so und sind dadurch im Nachteil gegenüber denen, die mit künstliche Intelligenz umgehen können, auch zu dem Thema Datensicherheit oder auch, wann ist was ein Plagiat und wann nicht. Also das, er spricht ein bisschen das Thema Regulierung an von dem Ganzen. Das wird ja sehr unterschiedlich gesehen. Ja, manche sind dafür, manche sind dagegen. Wie ist da deine Meinung dazu? Also ich bin absolut dafür, dass wir da wesentlich mehr regulierend tätig werden. Mein Standpunkt ist aber, und auch daher mit einer der Motivationen für das Buch, wir müssen uns alle viel mehr über KI, ja, mit KI beschäftigen, viel mehr darüber informieren, dass es auch eine gesellschaftliche Diskussion wird. Weil momentan ist es eben hier OpenAI mit ChatGPT, man hat so ein paar Tech-Experten, Tech-Konzerne, die treiben momentan die Entwicklung, die machen, testen, was möglich ist. Und dann kommt die Regulierung irgendwann nach, und das ist auch die Frage, ja, wer reguliert denn? Denn sind das auch wieder irgendwelche Wissenschaftsexperten, die dann für eine Gesellschaft entscheiden, ja, das finden wir jetzt richtig so. Weil es sind keine einfachen Fragen, die sich bei KI stellen. Was ist KI-Fairness? Ja, was ist überhaupt fair in der Gesellschaft? Das sind Sachen, die muss man eben in der Gemeinschaft eigentlich diskutieren, und das erfordert eben, dass sich alle mit dem Thema beschäftigen und alle in dem Bereich auskennen. Und das ist momentan wirklich so das Hauptproblem, was wir sehen. Das ist momentan irgendwo so einen kleinen Bubble, werden die Diskussionen geführt. Und das ist das Gefährliche daran. Also ich glaube, ja, wir müssen regulieren, aber die Diskussion sollte viel, viel breiter geführt werden. Und in welcher Hinsicht regulieren? Eben gerade in diesem Umgang, eben wie gehen wir mit so verzerrten Daten um? Wie gehen wir um, also KI trifft heute auch Entscheidungen, wenn es um Jobchancen geht, ja, Rekrutierung, wer wird eingeladen? In den USA gab es ja den bekannten Fall mit der KI, die auch in der Strafverfolgung eingesetzt wurde. Ja, wer bleibt länger im Gefängnis, wer darf früher gehen? Das sind kritische Entscheidungen, die von KI-Modellen vorgegeben werden. Und da muss man eben definieren, eben, was heißt Fairness überhaupt in unserer Gesellschaft? Ist es individuelle Fairness? Wird die über alles gestellt? Ist es Gruppenfairness? Wie bekomme ich einen Bias raus? Also auch diese Diskussion mit zum Beispiel Gender Neutral. Ja, wir wollen Frauen fördern. Momentan der Algorithmus zeigt, das ist auch ein Beispiel irgendwie online, wenn man CEO eingibt, ich glaube zu 27% sind Frauen angezeigt. Sagen wir jetzt als Gesellschaft, wir wollen aber, dass es 50% werden. Das heißt, wäre es richtig, dass die KI 50% anzeigt. Wenn die Realität aber 27 sind, soll ich das anzeigen? Also es sind so viele Diskussionen, die sind überhaupt gar nicht so trivial, und die müssen einfach sehr offen diskutiert werden. Und momentan eben haben wir einfach die Tech-Konzerne, die einfach irgendwas machen, die probieren, bringen die Sachen einfach mal auf den Markt, ohne dass die Diskussion überhaupt stattgefunden hat. Und das ist so die Sache. Also es muss einfach vorher diskutiert werden, in welche Richtung wollen wir auch mit der KI gehen, welche Gesellschaft wollen wir damit leben. Und eben, wollen wir Frauen fördern in CEO-Positionen? Ja, wie geben wir solche Sachen einfach in dem KI-Modell vor? Das sind, glaube ich, einfach wichtige Themen, die wir alle miteinander diskutieren müssen. Jetzt muss ich da mal nochmal kritisch nachhaken. Glaubst du, sind wir als Gesellschaft fähig, das auch in der Geschwindigkeit zu diskutieren, die wir bräuchten, weil wenn man sich die Entwicklung anschaut von KI, wie schnell das vorangeschritten ist, vor allem seit Corona-Zeiten auch, ja, welche Sprünge gemacht worden sind, wie schnell das geht, und ich sage mal, es werden wahrscheinlich weitere Sprünge folgen und kommen, die wir jetzt noch nicht kennen. Können wir da dieses klassische... Wir geben gleich auf. Nein, es geht ja nicht ums Aufgeben, aber ich meine, du weißt, wie lange solche Regulierungsprozesse dauern. Wenn das durch ist,
Ist das schon gar nicht mehr aktuell? Ist das schon gar nicht mehr aktuell? Ich sag's jetzt mal so, wahrscheinlich. Ich glaube, das ist eine gefährliche, also da, eben, das klingt so ein bisschen, okay, wir schaffen es eh nicht, lass doch sein. Nee, geht's nicht darum, wir schaffen es nicht, aber vielleicht müssen wir da anders herangehen, ja? Auch viel agiler. Ja, also das auf jeden Fall. Ich glaube, Geschwindigkeit ist in dem Thema auf jeden Fall wichtig. Auf der anderen Seite, glaube ich, momentan wird auch so viel gehypt, dass wir teilweise jetzt Geschwindigkeiten auch überschätzen. Aber definitiv ist ein Thema, das man nicht irgendwie hinten anstellen sollte und sagt, ja, okay, das mache ich dann irgendwann übermorgen. Aber ich finde, also auch da, man kann sich es geschichtlich, es gibt ähnliche Entwicklungen, zum Beispiel Einführung vom Automobil. Ja, das hatte am Anfang auch keine Sitzgurte oder irgendwelche Sicherheit, es gab kaum Straßenregeln, wurde trotzdem auch einfach eben von Technikfans entwickelt, eingeführt. Ähnliches ist bei der KI, ja, und dann muss man irgendwann überlegen, okay, das nimmt überhand, das ist ja überall in eben auf dem Straßenverkehr sind jetzt nur noch Autos unterwegs. So haben wir jetzt dann immer mehr KI-Modelle, die in unsere Arbeitswelt, in unseren Alltag mit einziehen. Und je mehr, je präsenter das ist, ich glaube, umso mehr sieht man auch die Dringlichkeit, okay, da müssen wir was ändern. Und ich glaube, die Diskussion wird von daher, je präsenter es auch in den Medien ist, je mehr drüber gesprochen wird, umso mehr, glaube ich, kriegen wir da auch eine gewisse Schnelligkeit rein, überhaupt die Diskussionen zu führen und am Ende auch die Regulierung schneller durchzudrücken. Ich meine, es driftet jetzt ins Philosophische ein bisschen ab vielleicht, aber wenn wir dann auch, sag ich mal, Europa sich um die Regulierung Gedanken macht und andere Länder nicht, schießen wir uns dann ins Knie? Die Frage habe ich tatsächlich, eine sehr ähnliche Frage zumindest oft bekommen mit Datenregulierung, ja, Privacy-Regelung mit GDPR und ist es nicht negativ für Europa und eben jetzt kommen ähnliche Diskussionen mit KI-Modellen und ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich, dass es ein Wettbewerbsvorteil ist, wenn man sehr proaktiv angeht, weil wir wissen, dass Menschen sich sehr viel Sorgen darüber machen. Es sind wichtige Themen. Man weiß mittlerweile, dass es da Probleme gibt. Von daher meiner Meinung nach gerade Unternehmen, die das sehr proaktiv vor Regulierungen überhaupt angehen und auch transparent kommunizieren, haben meiner Meinung nach einen absoluten Wettbewerbsvorteil. Okay, super spannend. Finde ich spannende Diskussion gerade und spannende Punkte. Liebe Anne, bevor wir jetzt zum Schluss kommen, noch die letzte Frage. Drei Learnings, die du hast, die du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest. Das können drei Learnings sein aus dem privaten Bereich, können drei Learnings sein aus dem beruflichen Bereich. It's up to you. Was nehmen wir da jetzt? Such's dir aus, schieß los. Gut, also für mich so in den letzten Jahren, in denen ich mich eben sehr viel mit Technologie und KI beschäftigt habe, ein wichtiges Learning, das ich gerne mehr nach außen tragen möchte, ist zum einen eben KI ist intelligent, aber anders. Also man muss verstehen, dass eben KI Vorteile in vielen verschiedenen Bereichen hat, aber Menschen eben auch in anderen Bereichen einfach immer noch sehr, sehr gut sind. Und ich glaube, wenn man das verstanden hat, dass KI einfach anders ist, dann kann man eben nächstes Thema, nächstes Learning hoffentlich besser zusammenarbeiten. Also KI einfach als Tool verstehen, als Werkzeug, wie andere Technologien auch, die dazu da ist, uns besser zu machen, uns effizienter zu machen. Eben dann kann man das volle Potenzial der Technologien überhaupt erst ausschöpfen. Und dann der dritte Punkt, der hängt damit auch zusammen, damit wir genau zu diesem Thema oder zu diesem Potenzial erst kommen mit hybrider Intelligenz, ist es einfach wichtig, dass wir genau das verstehen. Also wir müssen alle mehr über KI lernen. Wie du schon sagst, also da momentan es entwickelt sich so rasend schnell, umso wichtiger ist es, dass wir uns eben informieren und informiert bleiben, damit wir besser mit KI zusammenarbeiten können und damit wir gemeinsam eben vorgeben können, wo wollen wir als Gesellschaft hin und wie wollen wir in Zukunft eben auch unsere Zusammenarbeit mit KI ausgestalten. Das ist, glaube ich, wichtig. Okay, herzlichen Dank für deine Learnings. Liebe Anne, danke, dass du da warst. Ich habe mich echt gefreut, dass wir uns wieder gesehen haben, seit über 10 Jahren wieder. Mega cool. Ja. Und danke für deine Einblicke in das, was du forschungstechnisch machst.
deine Erfahrungen im Laufe deiner beruflichen Karriere, die du gemacht hast. Viel Erfolg mit Delta Labs. Vielen, vielen Dank. Viel Erfolg auch mit dem Buch You and AI. Die Links dazu, zu dir, zu Delta Labs, zu deinem Lehrstuhl, zum Buch, wo, was auch immer, finden alle in den Shownotes, sind natürlich zu finden dort. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, ein bisschen Einblicke zu geben, was KI ist, wie du das siehst, was hybride Intelligenz ist und welche Vorteile wir eigentlich auch als Gesellschaft daraus ziehen können und wohin die Reise gehen wird. Danke für deine Zeit, danke für deinen Besuch hier in München und ich wünsche dir auch jetzt nochmal eine gute Heimreise nach Zürich. Ja, vielen, vielen Dank. Alles Gute und hoffentlich endlich bis mal wieder bald in München, ja genau. Vielen, vielen Dank für die Einladung, war sehr schön. Sehr gerne. Gefreut. Danke. Danke. Ciao. Das war das Interview mit Professorin Dr. Anne Scherer. Infos zu Anne, der Delta Labs AG, ihrem Lehrstuhl und vor allem auch zum Buch findet ihr in den Shownotes. In 2 Wochen sollte es dann wieder weitergehen mit der neuen Folge. Bis dahin ein herzliches Servus und Baba aus München.